Seit der Seligsprechung von Mutter Maria Theresia Bonzel ist ihr Grab hier in der Pfarrkirche St. Martinus. Diese Frau war eine Frau mit sagenhaftem Power. Sie hat mit einer Freundin und noch einer dritten jungen Frau vor über 150 Jahren angefangen, sich um Kinder, um Waisenkinder und um Kranke zu kümmern und hat mit den Mitteln, die sie damals hatte, ein unglaubliches Werk aufgebaut. Und wir sind diejenigen, die versuchen, in ihrer Nachfolge das auch auf Zukunft zu tun, uns um Menschen zu kümmern, die am Rand stehen, die in den verschiedensten Nöten sind, weiterhin Kinder, die in Not sind, junge Frauen, Kinder in Schulen, alte Menschen, kranke Menschen. Ich bin dankbar, dass Mutter Theresia dieses Werk gegründet hat, was es uns möglich macht, in dieser Zeit heute Menschen zu helfen, die einfach Hilfe brauchen. Und sie hat das auf zwei Beine gestellt, anbieten und anpacken. Und dafür bin ich besonders dankbar. Musik.